Hey Eva, komm in mein Büro. Es gibt Adv. Nee, wo bist du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Oh Mann. Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag? Wirklich? Außerdem ist das nicht ungefährlich. Was, wenn du mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war geil, dass er auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlichen Dickkopf. Ich habe dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt ja etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party mal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir den Drink mit, falls du gehst. Tja, meine lieben Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Mini-Projekt. To the Moon, das DLC, dessen Namen ich vergessen habe. Sig Corp Bonus Holiday Special Minisode. Was auch immer. Ja, ein kleines DLC für To the Moon, welches genau heute vor einem Jahr erschienen ist, nämlich am 31. Dezember 2013. Ja. In Form eines Patches in der Steam-Version. Viele wissen das gar nicht, aber wenn man in den Ordner geht von dem Spiel, heißt im Verzeichnis in den Dateipfad, dann kann man dort dieses Bonus-Episode starten. Leider nur komplett auf Englisch. Wenn man die deutsche Version haben möchte, muss man auf die To the Moon Website gehen, beziehungsweise auf die Freebird Games Website gehen. Und sich dort, ja, die deutsche Version runterladen. Habe ich so gemacht, damit wir das ganze Spiel auch schön auf Deutsch erleben. Ja, und das ist dann das kleine Mini-Projekt, welches heute starten wird. Das Spiel soll ganz kurz sein, soll sowohl in einer halben Stunde durchgespielt sein. Deswegen werden es dann wahrscheinlich zwei Parts werden, die ich dann schön schneide. Ich werde das alles in einem Stück jetzt aufnehmen. Und ja, dann irgendwo wahrscheinlich schneiden. Je nachdem, wie lange ich brauche. Ja. Des Weiteren, ne? Sei es leider noch erwähnt, To the Moon. Das Originalspiel habe ich natürlich Let's Play schon vor einiger Zeit. Na, geht so. Vor einem halben Jahr ungefähr. Glaube ich. War ein sehr schönes Spiel und jetzt wird es Zeit für das kleine DLC. Werde ich auch alles in der Beschreibung verlinken, die Links und so. Ja, von daher sollte das kein Problem für euch sein. Kann übrigens sein, dass ich ein bisschen lauter rede, weil der Sound für mich übelst laut ist und ich den irgendwie nicht leiser stellen kann. Bei, wartet mal. Ah, ich setze die Kopfhörer einfach nur so halb auf. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals bei To the Moon gemacht habe. Da konnte ich den Sound leiser stellen. Hier irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier mit Menü oder so aussieht. Haben wir hier so einen Luxus von Menü? Ich glaube nicht. Ich kann nur laufen und irgendwas akzeptieren. Naja. Guck mal, Büro von Dr. Eva Rosaline. Genau, wir kennen die ja auch aus dem Originalspiel. Das hier spielt kurz nach den Ereignissen des Hauptspiels. Wie genau, weiß ich nicht. Wahrscheinlich an Silvester, ne? Wenn es an Silvester rauskam. Was genau hier passieren wird, weiß ich nicht. Es ist natürlich wieder blind, wie auch das Originalspiel. Ja, und deswegen erforschen wir das hier alles. Machen uns ein eigenes Bild davon. Und irgendwie hat das den Anschein, ich kann vieles gar nicht untersuchen. Es sieht so aus, als wenn wirklich die Sachen, die ich untersuchen kann, auch leuchten. Wir sehen hier diese komischen blauen Pünktchen. Büro von Neil Watts. Dr. Neil Watts natürlich. Und hier sind schon Büro von Dr. Roxanne Winters und Büro von Dr. Robert Lynn. Kennen wir gar nicht. Kann man, glaube ich, auch nicht rein. Ich habe es bis hierhin mal eben kurz angetestet, ob alles funktioniert mit Aufnehmen und so. Hier ist Büro von Dr. Logan Boswell. Naja. Meinetwegen. Gut, dann gehen wir mal zu. Hey, es ist noch nicht fertig. Zu Neil. Oder auch nicht. Na gut, dann gehen wir mal zur Party, die angesprochen wurde. Wahrscheinlich eine Silvesterparty. Gehe ich mal stark von aus. Erstmal gehen wir in die andere Richtung mal gucken. Büro von Dr. Willis McMillan. Abgesperrt. Wir lassen uns natürlich Zeit. Büro von Dr. Lisa Vasquez. Vasquez. Keine Ahnung. Büro von Dr. Eddie Doyle. Okay. Büro von Dr. Taima McMillan. Hey, war doch noch ein McMillan hier, ne? Bestimmt sind hier ganz viele Anspielungen irgendwie. Dr. WC. Dr. WC. Okay. Hier war das Klo, wo Neil eben das Wasser hergeholt hat. Versuchen wir mal die Toiletten, würde ich sagen. Ob sie so halb auf. Macht ja schweinische Sachen hinter den Klotüren. Gibt's ja gar nicht. Naja. Gut. Dann gehen wir mal nach unten, wa? Kann ich das hier benutzen einfach? Ja, tatsächlich. Original-Sounds aus dem Spiel auch. Finde ich cool. Ich hoffe, es funktioniert auch alles mit der Aufnahme. Ich muss es wie
damals mit To The Moon machen. Ich nehme wieder mit dem Camtasia Recorder auf. Normalerweise mit Fraps und Outer City. Outer City nehme ich natürlich trotzdem. Allerdings ist es ja nicht Fraps kompatibel, weil es kein Direct 3D oder OpenGL Spiel ist, sondern irgendwas anderes. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie ich das damals alles gemacht habe. Ich habe jetzt einfach mal so gemacht, wie es Sinn ergibt. Ich hoffe, ich nehme jetzt das ganze Bild perfekt auf und es ist nicht irgendwie wieder Lags oder irgendwelche dumme Ladezeichen im Bild. Wie bei To The Moon manchmal. Was? Da fällt mir gerade ein. Könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Nun gut, such dir eins von beidem aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Oh, hey, Eva! Roxy, alles in Ordnung? Oh, die Original-Lieder, Songs aus dem Original To The Moon. Sehr schönes Spiel, kann das Let's Play nur empfehlen. Hm? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da, hm? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Okay. Was auch immer das zu bedeuten hat. Weiß wahrscheinlich niemand. Kann ich mit dir reden, ne? Voll fies. Was das zu bedeuten hat, was da jetzt wieder los ist, weiß ich nicht. Naja, wir werden es wohl noch erfahren. Ah, und die von dem Jahrmarkt, die Musik. Okay, hör auf. Hi, Opa. Hey Willis, ich glaube Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Oh, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er da? Ja, Willis. Und ich habe gehört, er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch 3 Haarsträhnen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Okay. Eva, Liebes. Guten Tag, Tamer. Tamer. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh, der steht doch nur auf Neil. Oh, wegen Neil, nicht wahr? Oh, ich bin gut. Was? Nein! Ich vermittle ungern berufliche und private Angelegenheiten. Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Ja. Hey, Eva! Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Eigentlich okay. Es gab nur einige bürokratische Hürden. Ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon wartet später noch genug auf mich. Timo und ich diskutieren gerade über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, dürfte Eddie was trinken. Und nun hört er nicht mehr auf zu reden. Vielleicht braucht er einfach jemanden, dem zuhört. Ja, das ist es ja gerade, was ich fürchte. Oh Gott. Franzose hier. Sieht voll französisch aus. Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so seidig wie deins zu gestalten. Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Ja, französischen Akzent kann ich nicht machen. Sorry, Mann. Ich hoffe, es klappt alles hier. Das ist jetzt... Ich habe mir ein bisschen Angst, dass Aufnahme verkackt, wenn ich das normal machen muss und das Spiel dann gar nicht mehr blind ist. Ich weiß, es ist schwer, nicht darüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und hat sie das? Ja, wir waren an so vielen Orten. Es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie dir für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy.
Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit. Lass dir nicht die Stimmung verderben. Soll ich vielleicht noch erwähnen, ja, ihr solltet auf jeden Fall das To The Moon Let's Play gesehen haben oder das Spiel selbst gespielt haben, ansonsten ergibt es nicht so viel Sinn, sonst versteht ihr nicht, was hier abgeht, denn dieses Sigmund Corporation hier ist eine ganz besondere Firma, die ermöglicht nämlich todkranken Patienten einen letzten Wunsch zu gewähren, so in etwa. Schaut euch das Let's Play auf jeden Fall nochmal an. Dann würde ich sagen, ich gehe mal raus, mal gucken, ob Neil schon fertig ist. Was ist hier unten links eigentlich? Die Musik hört vor auf. Voll gruselig. Was tut? Ach, To The Moon war schon ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Neil. Es ist besetzt. Okay. Unser Büro ist wahrscheinlich auch nichts. Ja, dann gehe ich, glaube ich, mal in das Büro von dieser Roxanne hier. Vielleicht ist das jetzt immer offen. Und wir erfahren, was hier abgeht. War das von der? Nee, Robert Lynn. Roxanne Winters. Mist. Dann vielleicht auf Klo gehen? Wow. Ich würde gerade sagen, ich mal schlag mal, dass die ganzen Türen abgeschlossen sind. Netter Versuch, aber diesmal gibt es keinen Wassereimer. Alles in Ordnung? Du wirkst abgelenkt. Was? Ja, alles okay. Mir geht es gut. Egal, ich bin fast fertig. Ich rufe durch, wenn es soweit ist, Eva. Okay, zurück an die Arbeit. Was ist los mit dem? Geduld ist eine Tugend, Eva. Tja, dann haben wir jetzt nicht mehr viel zu tun, würde ich sagen. Ich kann mal auf Klo gehen. Ansonsten gibt's hier nicht mehr viel. Soll mal Wasser einmal holen, hui. Nee. Neil ist ein bisschen merkwürdig. Naja, wir gehen mal wieder zurück auf die Party, wa? In der Hoffnung, dass er gleich anruft. Und sagen kann, was hier abgeht. Bam, bam, bam. Badabam, 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 badabam. Ne, irgendwie ist hier nicht sonderlich viel Neues. Klubabier. Ne, Klubabier. Ging oder war nicht. Ich liebe das Geräusch von knitterndem Schnee unter den Füßen. Das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ja, das mag ich tatsächlich auch. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Ja, Winter, da schneit's nicht. Wo ist Neil? Oha, in seinem Büro. In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Wie üblich, verstehe. Kam der Typ jetzt rein, weil ich mit ihm gesprochen habe? Ist ein Neuer hier. Ah, Dr. Robin. Geh jetzt nicht nach draußen, Eva. Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. So aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Ach stimmt, am Anfang haben wir gesehen, wie irgendwer so Tomaten geworfen hat, ne? Vielleicht verurteilen die irgendwie diese Corporation hier. Weiß ich nicht. Ja? Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, soweit du kannst. Eva. Ich spreche mal Eva aus. Das ist so eher Englisch, beziehungsweise amerikanisch. Meine ich doch. Eva und Neil. Nee, du sprichst natürlich cool Englisch aus. Das gehört sich so. Okay, Neil, was ist los und was ist mit dem Typ da draußen? So viele Fragen, die geklärt werden müssen. You Rock im Hintergrund. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, wieder mal am Faulenz, Neil. Mi. Was ist das? Hier, setz dich. Oha. Kommen da Erinnerungen auf? Ja. An To The Moon. Bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast. Beruhig dich, da waren Hunderte davon.
Außerdem ist es ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Ja, To the Moon Anspielung, ihr solltet das jetzt definitiv sehen. Oder selber spielen. Und was willst du damit? Deine Erinnerung auf Trab bringen, zum Beispiel. Jetzt, starte das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach komm schon, es war viel Arbeit, es zu erstellen. To the Moon. A game by Neil Watts. Ein Spiel in einem Spiel. Okay. Was? Tada! Das ist total respektlos. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Die Gesetze gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Endlich kapiert es jemand. Oh Gott, ist das schön. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassieren. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Und du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Genau, probier's mal aus. Okay. Zack. Vier Herzen. Vielleicht darf ich nicht crashen. Ah, da ist der Opa hier. Ich hab gerade seinen Namen vergessen. Habe gerade seinen Namen vergessen. Scheiße. Das ist aber peinlich. Johnny natürlich, genau. Regenschirm. Ein Memento wahrscheinlich, ne? Naja, hier war der. Das komische Viech da, diese Puppe. Und der Grabstein. Kann man nicht untersuchen. Sehr witzig. Na gut. Oh, die Zombie-Ivas. Stimmt. Kommst du bekannt vor? Die Zombie-Ivas, ey. Du. Coole Mock übrigens. Oh, ein Herz. Ich krieg ein Herz dazu. Nee, wow. Okay, das ist die River, genau, in alten Jahren, glaube ich. Okay, da kann ich irgendwas austauschen, mal gucken. Wenn es gar nichts. Mann, das ist witzig. Naja. Schwupp. Piep, piep, boop, piep, boop. Zombie-Ivas als Gegner. Finde ich auch nice. Aua! Was zum Teufel? Ich hab doch Jump'n'Run-Skills. Nicht. So. Wow. Das war knapp. Herz. Okay. Die Papierhasen. Blau und gelb. Ha, ist hier oben auch. Ist das eigentlich das ganze Spiel quasi? Wow. Oh. Ganz ruhig. Wow. Ich hab nicht aufgepasst. Okay, hier ist irgendein Stuhl. Sieht aus wie so ein Stuhl. Aua. Voll ein Stuhl. Irgendein Tisch. Okay, keine Ahnung. Schon irgendwelche Szenen, die das jetzt, an die man sich jetzt erinnern soll, ich leider aber nicht tue. Hätte ich mal direkt danach spielen sollen, wa? Aua. Okay, da waren die eingelegten Oliven, glaube ich. Boah, dann wird's hier übel. Toll. Ja. Ich bin tot. Dead.